Landwirt Produktvorstellung. Schweinefleisch ist in Europa nach wie vor die meistverzehrte Fleischart. Hierfür werden die Ansprüche der Konsumenten an Qualität und Tierwohl immer höher. Die heimische Fleischerzeugung produziert im internationalen Vergleich schon heute nach den Vorgaben der aktuellen, höheren Tierschutzstandards regionales Qualitätsfleisch. Dennoch sind viele Landwirte bestrebt, für einen Mehrpreis noch zusätzlich in eine besonders artgerechte Tierhaltung zu investieren. Wenn wir Fleisch kaufen, schauen wir natürlich darauf, dass die Tiere gut geht, dass es regional ist. Die Schweine, die kommen dann aus einem Tierwohlstall. Der Handel reagiert bereits auf die steigende Nachfrage nach regionalem, hochwertigem Fleisch und bietet mit verschiedenen Tierwohl-Markenprogrammen Premium-Produkte zwischen den derzeitigen Tierschutzstandards und der Bio-Schweinproduktion an. Für die Tiere bedeutet dies vor allem mehr Platz, frische Luft und natürliches Licht. Schauer bietet unterschiedliche Tierwohl-Stallkonzepte, die den hohen Anforderungen gerecht werden. Der Betrieb der Familie Stadelmeier hat einen bestehenden konventionellen Schweinemaststall um einen eingestreuten Auslaufbereich erweitert. Mir geht es da einfach gut. Ich sehe, dass das einfach angenommen wird durch die Schweine. Sie fühlen sich wohl durch die Strohhaltung heraus. Sie haben auch Tageslicht, sie können in die frische Luft rausgehen. Und ich glaube, dass das auch den Konsumenten auch gefällt. Selbstverständlich führt mehr Tierwohl zu höheren Investitionskosten und auch der Arbeitsaufwand steigt. Ein garantierter Abnahmevertrag mit Preiszuschlägen und Laufzeiten über mehrere Jahre bietet dem Landwirt Sicherheit. Seit bereits 15 Jahren hat Familie Obermeier einen sogenannten Pickport-Schweinemaststall der ersten Generation. Den Schweinen stehen eingestreute Liegekisten und ein Außenklima-Auslaufbereich zur Verfügung. Bis vor kurzem wurden die Schweine zu marktüblichen Standardpreisen verkauft. Nun nimmt auch Obermeier an einem Markenprogramm teil. Was ich jetzt das Wichtigste sehe, ist, dass man da frei wählen kann im Prinzip und sich selber entscheiden kann, wie ich da mehr bieten und dafür aber auch die entsprechende Gegenleistung dafür kriegen. Den Schweinen werden drei verschiedene Zonen geboten, die den äußeren Bedingungen angepasst werden können. Das Einstreuen erfolgt hier automatisch mit der Zusatzausstattung Spot-Mix-Fütterungsanlage, sodass sich der Mehraufwand in Grenzen hält. Familie Radinger hält die Schweine in einem Tierwohlstall mit drei Flächenbuchten. Dieser Nature-Line-Maststall der Firma Schauer ist speziell an die Bedürfnisse der Schweine angepasst. Das bedeutet, der Innenbereich ist ein Warmbereich mit Stroheinstreu. Das nutzen die Schweine zum Liegen, zum Schlafen. Dann der mittlere Teil ist der Fütterungsbereich, der ist planbefestigt, also mit Betonboden. Und der letzte Teil, den nutzen die Schweine zum Koten. Das ist ein ganz geringer Spaltenanteil, wo das Wasser angeboten wird, damit die Schweine wirklich den Bereich nur zum Koten nutzen. Schweine sind von Natur aus sehr reinliche Tiere. Nach einer nur sehr kurzen Eingewöhnungsphase nutzen die Tiere die vorgegebenen Zonen für den jeweiligen Zweck. Auch Familie Radinger nimmt an einem Tierwohlmarkenprogramm teil. Das bedeutet, die schauen auf das Tierwohl, die schauen, dass jedes Tier genug Fläche zur Verfügung hat. Durch Markenprogramme in Kombination mit Tierwohl-Stallkonzepten eröffnet sich den Landwirten die Möglichkeit, statt in Masse in Premium-Qualität zu investieren. Eine Möglichkeit, die den Tieren, den Bauern und den Konsumenten zugutekommt.